Sie machen Hardrock der alten Schule, deftig und melodiös. Jetzt haben Sie mit Mystery Eyes Ihr drittes Album vorgelegt. Heute sind Sie bei uns Jaded Heart mit Walk on the Wire. Willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Frontmann Michael Bormann, herzlich willkommen. Das war jetzt ein Stück aus eurer neuen Scheibe, aus eurem neuen Album Mystery Eyes. Das Mikrofon brauchen wir noch zum Sprechen. Wir brauchen unser Sprechmikrofon, fällt mir gerade ein. Gell, das ist ja unser Gesangesmikrofon, so ist es. So, selbstverständlich, hier hat alles seine Ordnung. So, nehmen wir das mal. Und da gab es eine nicht ganz nette Kritik in einem Blättchen namens Cyber Music und da stand, was gibt es da zu lachen? Die kennt ihr schon, ja. Ihr habt sie dankenswerterweise auch mit verschickt, das spricht für euch. Ihr braucht dringend eine Sound-Frischzellenkur, so wird das nämlich nichts, stand da zu lesen. Weshalb habt ihr euch diese Frischzellenkur nicht verordnet? Weil ich denke, jeder macht das, wozu er sich berufen fühlt. Und man sagt uns wahrscheinlich in mehreren Kritiken nach, wir machen eine altmodische Musik. Und wir persönlich stehen auf diese Musik und machen es seit dem ersten Album. Und da bleiben wir bei, auch bei den nächsten Alben. Würdest du auch sagen, diese altmodische Musik, dieser Rock, hat nach wie vor seine Daseinsberechtigung und sein Publikum vor allem? Das ist ja wichtig. Wenn du mich persönlich fragst, ja. Mhm.
Also du glaubst nicht, dass Rock irgendwann aussterben wird und ihr auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall werdet? Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt immer Modeerscheinungen und Bands verändern sich immer und viele Bands gehen auch mit der Welle und verändern sich. Nur ich denke, es ist irgendwo nicht ehrlich für sich, für die Person selbst. Und wir persönlich stehen auf diese Musik, wir bleiben bei der Musik. Es war jetzt 3 Alben so und es wird die nächsten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Alben so bleiben. Und schau dir die Rolling Stones an, machen ja auch nichts anderes. Zum Beispiel, die machen das gleiche seit 30 Jahren. Und füllen immer noch das Olympiastadion. Ja. Ihr habt ja bekannt, beziehungsweise du bist bekannt geworden durch die Soundmix-Show bei Linda de Mol 96. Da hast du John Bon Jovi imitiert, hast damit den dritten Platz gemacht. Der zweite, ja? Ja. Ist ja sowas für dich? Ja, man sagt es mir zumindest nach. Genauso wie manche Kritiken das besagen, dass wir so altmodisch sind und die CD eigentlich das Presswerk nicht hätte sehen dürfen, gibt es genauso die Leute, die sagen, der kann nichts anderes als John Bon Jovi imitieren und er macht auch keine andere Musik, weil er das wahrscheinlich nur kann. Mhm. Also es ist ein Schatten, seit es die Band gibt, eigentlich schon vorher. Bevor es die Band gab, habe ich schon diesen Schatten gehabt. Und es ist verstärkt worden durch diese Soundmix-Show. Mhm. Wie hältst du diesen Schatten von dir fern? Also sagst, wenn ich jetzt einen Song schreibe, der klingt jetzt aber vielleicht meinetwegen nach Bon Jovi, sagst du dann, schmeiß ich jetzt weg oder sagst du, ich mache ihn trotzdem? Ich mache ihn trotzdem. Nee, okay. Ich meine, es ist halt mein Ding und ich kann nichts dafür, dass ich anatomisch bedingt so klinge wie er, was vielleicht, ich meine, man kann nicht sagen, dass ich grundsätzlich so klinge wie er. Natürlich sind irgendwelche Sachen dabei, wo man sagt, okay, da ist es so, aber es gibt auch andere Songs, wo man vielleicht sagen könnte, da klingt er wie Paul Stanley von Kiss und da klingt er wie der und wie der. Also wenn man nur danach geht, dass man Leute vergleicht, dann hätte man wahrscheinlich bei jeder Band mindestens 200 Vergleiche. Kann man euch demnächst live erleben? Ja, man hätte gestern. Ja, demnächst. Okay, natürlich. Gibt's immer nächstes Mal. Wir sind im April, machen wir eine kleine Schweiz-Tournee und danach sind wir... Mehr so nächste... München wäre wichtig. Ja, München hatten wir gestern. Gut, okay, aber demnächst auch wieder, ja. Auf jeden Fall, natürlich. Mystery Eyes, eure aktuelle CD, die hätten wir jetzt für Sie. Unter 0137-304 und 309 jeweils der dritte gewinnt und die anderen können sich im Plattenladen bedienen. Und jetzt gibt's nochmal die Zugabe. Ja. Ihr flüstert uns was. Whisper, wir sind Jaded Heart, ein zweites Mal.
wo du es gesagt hast mit Jones und Jovi, da geht ja mein Herz gleich höher. Da habe ich es mir gleich ganz anders angeschaut. Ja, nicht schlecht. Jaded Heart war das mit Whisper, ein Song aus ihrem aktuellen Album Mystery Eyes. Und jetzt kommen wir zur anderen Musik, nämlich der von Jazz Kantine.